Meine Botschaft hieß letzte Woche über die Maßen mehr und heute ist die Fortsetzung. Der Gerhard hat mir vorhin vorgeschlagen, wir könnten sie nennen, lebe nicht, sei kein Hartz-IV-Jünger oder lebe nicht in der Grundsicherung Gottes, denn geht heute ein wenig um Hoffnung und freudige Erwartung. Über die Maßen mehr haben wir letzte Woche angeschaut und den Vers lesen wir nochmal, der ist nämlich super. Epheser Kapitel 3, Vers 20. Im Epheser Kapitel 3 steht ein Gebet ab Vers 14. Super Gebet. Paulus betet da und es ist, hör mal, es ist ganz gut, wenn du die Gebete, die der Paulus gebetet hast, einfach nachbetest, beziehungsweise deinen Namen halt einsetzt, wo er die Person, für die er betet, benennt. Okay, er beugt die Knie vom Vater und so weiter und ich kann das jetzt nicht nochmal alles erzählen hier. Auf jeden Fall, was es geht, ist Folgendes. Paulus möchte, dass wir in Nächstenliebe wandeln. Es ist nicht so schwer, okay? Du musst nicht zur Mutter Teresa werden, um in Nächstenliebe zu wandeln. Es geht auch für solche wie dich und mich. Er lacht freudig, er freut sich drüber. Ich freue mich auch, dass das alle können, sogar du nicht. Wenn wir dann aber in Liebe wandeln, dann passiert Folgendes, schau. Dann kommt der Herr und offenbart sich uns, zeigt uns, wie er ist. Das ist prima. Dann erkennen wir, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus ist. Das war jetzt Vers 19, Kapitel 3. Damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Schau, wenn du in Liebe wandelst, dann beginnt ein Prozess in dir. Du stehst in einer göttlichen Schatzkammer, in der liegen die Verheißungen Gottes, die aber alle nur Theorie sind, wenn du sie nicht weißt und nicht glaubst. Aber jetzt wandelst du in Liebe, bist nett zu deinen Kollegen, zu deiner Frau, zu deinem Mann zur Abwechslung und so weiter. Und wenn du das magst, dann gibt dir Gott Licht, also ein ganz geheimnisvoller Mechanismus. Und du erkennst mehr und mehr, wie ein Scheinwerfer, ja, der angeht in dieser Schatzkammer, du erkennst mehr und mehr, was dir alles von Gott geschenkt ist. Du erkennst, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Verheißungen Gottes ist, die Gott alle für dich hat. Du kannst nur das packen, was du vor dir siehst und was du glaubst, was du erkennst. Hey, das ist für mich. Ja? Also wenn ich hier eine goldene Krone auf dem Boden liegen sehe, dann kann ich die nehmen und kann sagen, hey, du bist jetzt meins. Wenn es aber dunkel ist um mich herum, dann stolper ich vielleicht durch die Stuhl rein und gehe dann raus, dem Licht entgegen, aber das, was mir eigentlich gehört, kann ich nicht in Empfang nehmen. Könnt ihr das nachvollziehen? Eigentlich ziemlich leicht, ne? Okay, das Licht geht an, wenn du in Liebe wandelst. Sag mal mit mir, das Licht geht an, wenn ich in Liebe wandle. Ganz genau, ganz, ganz wichtig. Und jetzt pass auf, wenn du in Liebe wandelst, dann, sagt Paulus jetzt in Vers 20, gibt es kein Halten mehr. Er sagt nämlich hier, dem aber, das ist Gott, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Okay, Gott ist also in der Lage, über Bitten und Verstehen mehr zu denken, dir eine bessere Zukunft zu geben, als du dir überhaupt ausmalen kannst. Gott will, es ist sein Wille für dich, Gottes Wille für dich und für deine Zukunft ist, dass es besser wird, als du erwartest. Wisst ihr, die meisten Menschen, die schauen in die Zukunft mit einer gewissen Bangigkeit. Deswegen ist die gute alte Zeit, weil da wusste man, so schlimm wird es nicht, weil wir kennen ja jetzt die Zukunft von der guten alten Zeit. Wir leben ja in der. Okay, aber jetzt wissen wir nicht, wie die Zukunft wird und da ist man dann mit einer gewissen Bangigkeit aufgeladen. Na, die Mitteleuropäer ganz besonders, bilde ich mir manchmal ein, mit ihrer Versicherungsmentalität, Versicherung fürs Haus, fürs Leben, Versicherung für was noch alles, Brand, Auto, Haftpflicht, alles, versteht ihr? Meine Lebensversicherung ist natürlich super, wenn du stirbst, dann hat jemand anders was davon. Diese ganze Versicherungsmentalität, die ist eigentlich ein Abbild der Ängste auf der Zukunft. Du willst dich halt absichern gegen Gefahren, die dir in der Zukunft möglicherweise passieren. Natürlich ist es schöner, wenn du deine Lebensversicherung dann einstreichst, anstatt dass sie deine Erben einstreichen. Na, das war dann eine kapitalbildende, wenn es gut gelaufen ist. Lebensversicherung jetzt. Aber der Herr sagte, wandel in Liebe und deine Zukunft wird besser, über die Maßen besser, als du erbitten oder erdenken kannst.
Es ist ziemlich gut. Lass das einmal einsinken. Gott will, dass es besser kommt, als du denkst. Sag mal mit mir, es wird besser, als ich denke. Aber Voraussetzung ist, du musst in Liebe wandeln. Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung ist folgende hier. Also er kann mehr tun, als wir bitten und erdenken. Und jetzt kommt dieser Satz, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Was ist die Kraft, die in uns wirkt? Ihr Lieben, ich sage euch gleich jetzt schon, was die Kraft ist, die in uns wirkt. Es ist die Kraft des Glaubens. Wenn du Glauben hast, dann wird es was. Wenn du keinen Glauben hast, stolperst du durch die Kulissen deines Lebens, bist hin und her geworfen und musst nochmal eine Versicherung abschließen. Und irgendwann stellst du dann fest, du hast dreimal dasselbe Risiko versichert. Spätestens dann bist du überversichert und musst ein oder zwei Versicherungen kündigen. Der Herr sagte, auch wenn die Versicherung unterschrieben ist, das heißt noch gar nichts, vielleicht geht sie pleite. Was machst du dann? Bist du doch wieder zurückgeworfen auf den Glauben? Also wir kommen um den Glauben nicht herum, sagen wir jemand Amen. Und der Herr möchte nicht, dass wir in der göttlichen Grundsicherung leben. Das ist schon ein guter Gedanke. Die meisten von uns haben irgendwie innerlich die Überzeugung, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist der Herr schon irgendwie da. Dann bringt er schon den richtigen Doktor. Dann kommt schon irgendwie irgendwoher ein Lichtlein, das meine Dunkelheit erhält. Aber wisst ihr, das ist eine Seite. Es gibt noch viel mehr. Überbitten und verstehen. Also ich kann ziemlich viel erbitten und ich kann noch mehr mir vorstellen, versteht ihr? Und Paulus sagt jetzt, hey, da gibt es was, das noch besser ist. Und der Herr möchte, dass unsere Zukunft besser ist, als wir erdenken oder erbitten. Das ist ziemlich gut. Schwieriger wird es dann, also die meisten von uns, die haben diesen Grundsicherungsglauben, haben wir. Er wird uns nicht versäumen und er wird uns nicht verlassen. Und immer wenn wir dann wirklich in Schwierigkeiten kommen, kommt der Herr und zieht uns wieder raus. Aber der Herr möchte nicht nur unser Krisenmanager sein. Er möchte nicht nur unser gelber Engel auf der Autobahn des Lebens sein. Immer, ja, wenn bei dir die Karre verreckt, entschuldigt, ja, dann kommt er und repariert. Jetzt habe ich euch aufgeweckt. Ne? Es ist nicht das Letzte, was der Herr hat. Also er hat noch mehr. Er hat für dich ein Auto, das nicht mehr kaputt geht. Er hat ein Auto, mit dem du über die Autobahn gleitest. Oder was meinst du, für wen die guten Autos erfunden worden sind? Hä? Für irgendwelche Playboys oder so, die in Saint-Tropez ihre Yachten baden oder wie? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das sind natürlich für dich und für mich. Die Welt ist für die Christen und für die Gläubigen geschaffen und nicht für die Sünder. Das heißt jetzt nicht, dass wir in Zukunft über alle lästern und herziehen müssen, die nicht genug Glauben haben, um einen Carrera zu fahren. Weil ich bilde mir mal ein, die allerwenigsten von uns haben den und werden den niemals bekommen, denn allerhöchstwahrscheinlich ist der Wille Gottes nicht für dich, dass du so ein Auto fährst. Für mich ist es vielleicht sein Wille. Aber für dich, das war jetzt natürlich ein Scherz, schau mich nicht zu streng an. Ja. Nein, weil wozu willst du das Ding? Das ist pure Fleischlichkeit. Du bist einfach ein Rolls-Typ, fährst nie mehr als 120, hab mal nicht nötig in diesen Kisten. Ja. Nee, vielleicht würde dir das zu Kopf steigen und es wäre dann nicht so gut. Okay, weil es geht ja um Nächstenliebe und nicht so sehr um Eigenliebe. Natürlich kannst du den anderen nur so viel lieben, wie du dich selber liebst. Wenn du dich selber nicht leiden kannst, ja, dann kannst du deinen Nächsten auch nicht besonders gut lieben. So, in den Sprüchen heißt irgendwo, es tut sich der Gerechte selber Gutes oder der Großzügige tut sich selber Gutes, aber der Knauser schneidet sich ins eigene Fleisch. So, du musst schon in der Lage sein, dir einmal was Gutes zu tun, nicht gar so streng zu sein mit dir, dir immer wieder mal zu vergeben. Wisst ihr, dass Menschen ihr Leben lang leben und sich bestrafen, in einer Selbstbestrafung drinnen sind? Du musst dann ganz, ganz dringend, ja, wenn du so ein schlimmer Finger warst, musst du mal ganz, ganz dringend Vergebung von Gott annehmen. Für manche von uns ist es gar nicht so einfach. Die haben irgendwas gemacht, irgendein Leben ruiniert oder vielleicht mehrere. Irgendeine Abtreibung oder zwei oder fünf hinter sich und krebsen rum seitdem bis zum geht nicht mehr. Du musst dich da innerlich einmal distanzieren von dieser Sache. Du musst dich mal vors Kreuz hinstellen und musst deine Sünde sehen, wie sie ans Kreuz wandert, wie sie dort hängt. Jesus hat gelitten an deiner Stelle. Ja, es ist richtig, du hättest Strafe verdient. Aber Jesus hat diese Strafe für dich angenommen. Und da gehört ein ziemlicher Glaube dazu, zu sagen, ja, ich ziehe mal meine Sünde jetzt aus und hänge sie Jesus um. Aber genau dazu ist Jesus gekommen.
Der Wille Gottes für uns ist Frieden. Sag mal, preis dem Herrn. Okay? Das heißt jetzt nicht, dass du einfach munter weiter sündigen kannst, weil Gott will ja, dass du Frieden hast und du hast in deiner Sünde so super guten Frieden, es gefällt dir so gut, so spitzenmäßig, prima. Da hat der Herr dann ein anderes Programm mit dir. Das nennt sich dann Gerechtigkeit. Ja, und es fühlt sich dann nicht so gut an, das wirst du noch kennenlernen. Sogar wenn Gott dir vergibt, lass mich vielleicht mal ganz kurz das auch noch erwähnen, sogar wenn Gott dir vergibt, kann es gut sein, dass deine Tat, wenn sie wirklich im Vollbesitz deiner Kräfte begangen worden ist, immer noch gewisse Konsequenzen zeitigt. Gott wollte, als Israel nicht hineinziehen wollte ins gelobte Land, wollte Gott dieses Volk vernichten und mit Mose von Anfang an. Mose hat gesagt, nein, Herr, mach das ja nicht. Die Ägypter, die lachen sich ja ins Fäustchen, wenn sie das hören. Aus Ägypten hat er sie rausgeführt, aber in der Wüste konnte er sie nicht erhalten. Herr, ich verzichte auf meine neue Abraham-Position. Ich will kein Patriarch und Stammvater werden. Mach mit Israel weiter. Und Gott sagt, ja gut, okay, auf dein Wort hin, ich habe ihnen vergeben. Aber trotzdem lasse ich sie jetzt 40 Jahre lang nicht ins Land kommen, bis ihre Kinder, von denen sie gesagt haben, die Riesen fressen die wie Brot, diese Kinder, die werden das Land einnehmen. So ist schon richtig, okay? Wenn du besonders williger Sünder warst, dann kann es gut sein, dass du durch eine bestimmte Schule Gottes durchgehst. Aber letztendlich einmal ist Erniedrigung und Niederlage und Kurzhalten nicht das Programm Gottes für dich. Du musst dich davon trennen, von diesen Gedanken, dass das für dich vielleicht in Frage kommen könnte. Kann es nicht. Gottes Wille für dich ist über die Maßen mehr Segen. Amen, okay. Ich nudel schon wieder meine Einleitung herum hier. Okay, der Herr will also über die Maßen mehr geben, als wir erbitten oder verstehen. Das ist Gottes Plan für uns, doch wir müssen kollaborieren. Es ist gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und die Kraft, die in uns wirkt, ist die Kraft des Glaubens. Okay, Leute, es macht einen himmelweiten Unterschied aus, ob wir eine freudige Erwartung haben und mit der unsere Tage leben oder ob wir eine negative Erwartungshaltung haben. Auf die Art und Weise schließen wir uns und unseren Glauben ständig kurz. Ich will jetzt nicht sagen, dass du ein grundloser Optimist sein musst. Okay, du bist ein Optimist einfach deswegen, weil du Optimist bist. Du ziehst dir das einfach an. Ich spreche jetzt nicht von einem grundlosen Optimismus, sondern ich spreche vom Glauben, da ist der Unterschied. Schau, jeder von uns hat gewisse Grundüberzeugungen. Diese Grundüberzeugungen nähern unsere Erwartungen, was wir vom Leben erwarten. Wenn deine Grundüberzeugung ist, hey, die Welt gehört mir, Gott ist auf meiner Seite, dann werden dir gute Dinge passieren. Wenn du aber denkst, nee, ich bin so ein mieser Typ, ich verdiene es eigentlich nicht, die Gnade Gottes. Außerdem ist die Welt schlecht. Immer ich, du hast eine negative Erwartungshaltung, dir werden keine, nicht allzu viele guten Sachen passieren. Du wirst in der Grundsicherung Gottes bleiben. Du wirst durch die Wüste laufen, Gottes Manna essen. Ja, deine 40 Jahre alten Klamotten, die werden sich nicht abtragen. Er wird dich bewahren und diese ganzen Dinge tun. Aber es ist nicht das Land, das von Milch und Honig fließt. Wenn deine innere Grundüberzeugung ist, die Welt ist schlecht, immer ich, dann wirst du genau das auch erleben. So, wenn wir also dahin kommen können, dass unsere Grundüberzeugungen, die uns gar nicht im Kopf richtig bewusst sind, dass die Gottesüberzeugungen sind und sich aufs Wort Gottes gründen, versteht ihr, dann blicken wir auf die Welt mit Gottes Augen und dann ist uns nichts mehr unmöglich. Dann ist es tatsächlich so, dass uns gute Dinge passieren. Wenn du glaubst, dass Jesus in dir lebt und Jesus durch dich lebt, hey, dann kannst du nochmal zu kurz kommen. Und ja, das ist das große Geheimnis und deswegen, und das ist die Herausforderung, deswegen treffen wir uns am Sonntag hier, um das zu lernen. Wir müssen diese Glaubenshaltung einüben. Und wir werden immer wieder sehen, ja, dass uns Glaube an manchen Enden leichter fällt als an anderen. In manchen Bereichen fallen uns Dinge leichter als in anderen. Manche zum Beispiel haben super guten Glauben für Finanzen. Wenn die Währung in den Bach runtergehen würde, dann wären die morgen wieder Millionär. Die haben das einfach drauf. Aber in Bezug auf Heilung zum Beispiel, da krebsen die rum. Die ganzen Millionen, die sie verdienen, geben sie dem Doktor. Da gibt es andere. Die sind nie krank. Die sind immer gesund, die haben es einfach drauf, die sind fit. Die können in der Badehose oder in nassen Klamotten im Winter durch Wind und Regen laufen. Die sind hinterher fit und gesund, denen macht das gar nichts aus.
Und da gibt es andere, die ein super gutes Leben führen, keine Sünde getan haben, seit sie ungefähr 2,5, 3 Jahre alt waren. Und die sind ständig krank, machen rum, lesen zwar diese Weisungen, aber greifen sie irgendwie nicht so richtig. Die Sache ist die, wo du in deinem Leben Erfolg erlebt hast, zum Beispiel, dass du mit Leichtigkeit Geld verdient hast oder mit Leichtigkeit gesund geworden bist, in diesen Punkten ist der Glaube besonders stark. Da formt sich in dir eine Überzeugung, die sagt, ist für mich leicht zu glauben, das kann ich einfach. Und da musst du ein bisschen drauf aufbauen, denn es ist dein Bereich des Segens. Okay, wieder zurück zu meinem ganz wichtigen Punkt hier. Lebst du mit oder lebst du ohne eine freudige Grunderwartung, eine freudige Erwartung? Lebst du mit einer negativen Grundhaltung oder mit einer positiven? Lass mich mal fragen, so aus dem Bauch heraus, was ist besser? Realistisch sein, ihr wisst schon, Daten, Fakten, kommen wir ja nicht mit diesem theoretischen Glaubenszeug. Oder zu sagen, hey, Gott ist mit mir, wer kann gegen mich sein? Wir sehen, dass eine negative Grundhaltung, dieses Weh ist mir und immer ich, das in unserem Land ja so dermaßen vorherrschend ist. Diese Besiegtheitsgefühle, diese ich kann sowieso nichts ausrichten. Millionen von Menschen werden heute nicht zur Wahl gehen. Wisst ihr warum? Kann ich eh nichts ändern. Ich kann nicht zur Wahl gehen, weil die Chinesen meinen Pass haben. Da stempeln die ein Visum rein, ja? Aber ansonsten würde ich gehen. Stefan, hat bei dir das Chinese Visa Center auch angerufen? Nicht gut, bloß bei mir, es langt. Ich habe mit den Damen und Herren geredet, beziehungsweise mit dem Herrn, der da am Telefon war, was von mir wollte. Ich habe jetzt keine Zeit für ein Beispiel. Ich bringe euch Beispiele aus der Bibel. Wir haben es letzte Woche schon angeschaut. Als Israel die Verheißung hatte, ihr könnt Kanaan einnehmen, haben sie gesagt, nein, können wir nicht. Was ist passiert? Sie konnten nicht, sie sind 40 Jahre in der Wüste herumgedappt. Das ist im 4. Mose Kapitel 13 gewesen. Im 1. Samuel 27 sehen wir einen Mann, der eigentlich alles richtig gemacht hat in seinem Leben, auch als er verfolgt wurde, nämlich David. David hat gewusst, Samuel hat mich gesalbt, ich bin der nächste König. Saul kann mich nicht töten, auch wenn er mich durch die Wälder jagt, wie ein Tier mit seinen Elitetruppen. Er kann mich nicht besiegen, denn Gott ist mit mir. David hatte dieses Wort von Gottes, du wirst der nächste König sein. Der Prophet Samuel ist zu ihm gekommen, hat ihn gesalbt. Eigentlich alles super. David hatte ein Wort, an dem er sich festhalten konnte. Ein Wort, das ihm oft das Leben gerettet hat. Aber jetzt jagte Saul ihn doch jahrelang, mehr als 10 Jahre lang. Und jetzt im 1. Samuel Kapitel 27 Vers 1 sagt David in seinem Herzen, eines Tages wird Saul mich doch erwischen. Ich muss davonlaufen, ich hau jetzt ab aus dem Land der Verheißung Kanaan und gehe rüber ins Land der Philister. Da habe ich meine Ruhe, da hat das Fleisch seine Ruhe. Ich muss nicht mehr in den Wäldern rumdüsen. Ich kann mich zurücklehnen, kann die Füße auf den Tisch legen, kann einfach mal mich am Kamin wärmen. Niemand wird in der Nacht kommen, um mich verhaften zu wollen. Nur, was passiert, als David es macht? Ihr müsst bedenken, dass David im Willen Gottes war, als er von Saul gejagt wurde. Und sich nicht verteidigt hat, sich den Saul, als er die Chance hatte, nicht getötet hat. Er hat im Willen Gottes gelebt. War super Sache. Und jetzt geht er ins Philisterland. Die Könige der Philister geben ihm die Stadt Ziklag. Und tatsächlich, er muss nicht mehr ständig sich verstecken in den Wäldern. Er kann im Haus wohnen. Er kann seinen Kindern über den Schopf streicheln. Er kann mit seinen Frauen scherzen. Er kann sich mit seinen Männern treffen am Lagerfeuer und sie können Geschichten erzählen. Ist alles super. Eines Tages wird es ihnen aber langweilig und sie ziehen mal ein bisschen durch die Gegend. Und in der Zeit passiert es dann. Sie sind weg, die Männer sind fort. Und dann kommen feindliche Truppen und machen die Stadt Davids kaputt. Rauben seine Frauen, seine Kinder, sein Hab und Gut und das von seinen Männern gleich mit. Als der David zurückkommt von seinem Streifzug und er auf dem Hügel droben steht und runterblickt, sieht er nur noch die rauchenden Trümmer der Stadt Ziklag, in der er gewohnt hat. War es in Israel schon schlimm?
mit der Verfolgung Sauls, durch Saul, da hat Gott ihn immer bewahrt. Jetzt ist er nicht mehr in Israel, nicht mehr im Land der Verheißung, jetzt hat er sich selber geholfen. Er hatte eine negative Grundhaltung sich angezogen. Eines Tages kriegt mich der Saul jedoch. Er hat dieses Wort, ich will König sein. Saul kann mir nichts. Was soll man der tun können, wenn Gott auf meiner Seite ist? Dieses Wort hat er sich ausgezogen und hat es an den Nagel gehängt. Könnt ihr das nachvollziehen? Eines Tages kriegt er mich doch. Gott, ich war nie im Leben der nächste König Israels. Sitzt im Philisterland, als er sich gegen das Wort Gottes entschlossen hat, als er sich für diese negative Grundhaltung entschlossen hat, da ging es erst richtig rund. Da ist es nochmal richtig nach unten gegangen, wenn er schon in Israel unter der Verfolgung Schwierigkeiten hatte. Jetzt hat er sie erst recht, denn wisst ihr, was jetzt passiert? Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 27. Seine eigenen Männer, 600 Mann. Und es waren nicht die harmlosen, sanftmütigen der Welt, sondern es waren die Verbitterten, die Kämpfer, das waren diejenigen, die Schwierigkeiten hatten, mit anderen Leuten nicht auskamen, die Schulden hatten, die ihren Frauen davongelaufen sind. Solche waren das. Die verschwören sich jetzt und besprechen sich, lasst uns ihn töten. Die reden davon, dass sie ihm einen Kopf kürzer machen. Und David zieht sich zurück und stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Er hat sich das Wort wieder angezogen. Er hat gesagt, Herr, ich tue Buße, entschuldige. Was mache ich denn für einen Quatsch? Erst hatte ich nur den Saul gegen mich, jetzt habe ich meine eigenen Männer gegen mich. Jetzt bin ich wirklich allein. Ich habe gedacht, ich bin allein, aber jetzt bin ich wirklich allein. Jetzt, wo ich mit Hoffnungslosigkeit und Negativität auf die Welt geblickt habe und im Unglauben auf die Welt geblickt habe, jetzt habe ich wirklich Schwierigkeiten. Jetzt habe ich nur noch dich und mein Pferd und mich selber. Hat er sich in seinem Herrn gestärkt, in Gott seinem Herrn gestärkt? Dem Herrn, seinem Gott. Er hat gesagt, okay, ich werde der nächste König Israel sein. Ich bin jetzt total am Ende. Aber ich bin nicht am Ende. Ich habe nur noch einen Platz, auf den ich mich zurückziehen kann und es ist das Wort des Herrn. Ich werde König sein. Herr, du hast mir den Samuel vorbeigeschickt. Okay, ich glaube das jetzt wieder. Herr, wenn du mir die Gelegenheit gibst, werde ich wieder zurückgehen nach Israel und dort leben und mich vom Saul wieder jagen lassen. Aber Herr, jetzt helf mir. Und wisst ihr, was passiert? David sammelt seine Männer, sie rennen den Truppen nach, die ihn ausgeraubt haben. Der Herr hat ihnen ein Wort gegeben, dass sie das können, ja, also dass sie die Leute wieder zurückbekommen. Und sie erobern alles zurück. Frauen, Kinder, Besitz, alles gehört wieder ihnen. Sie haben es wieder zurückerobert. Aber es ging jetzt in dem Moment wieder aufwärts, indem Gott, indem David beschlossen hat, ich glaube wieder meine Verheißungen Gottes. Mit dir geht es auch erst wieder aufwärts, wenn du sagst, ja, im Moment schaut es vielleicht nicht so aus, aber Gottes Wort ist gut. Und er hat meine gute Zukunft verheißen. Das ist der Wendepunkt. Dieser Wendepunkt findet in deinem Herzen statt, nirgendwo anders. Warte nicht darauf, dass die Umstände sich ändern. Bevor die Umstände sich ändern, muss dein Herz sich ändern. Bevor die Umstände sich ändern, muss erst in dir drinnen was passieren. Dann legt sich da in der Tiefe, ganz weit unten, ein Schalter um. Du gehst wieder von Unglauben zu Glauben, von negativ zu positiv. Und in dem Moment fängst du wieder an aufzusteigen. Es liegt bei dir. Wir müssen das natürlich einüben und trainieren, das ist mir völlig klar, ihr Lieben. Viele von uns, die sind aufgewachsen unter diesem, wir sind die kleinen Leute, auf uns tritt man immer ein, immer kriegen sie uns dran, davon musst du dich freimachen. Wenn das dein Erbe ist, zieh dir das aus, davon musst du dich freimachen, das ist Unglaube, Kleingläubigkeit, vielleicht stammt es aus der Gottlosigkeit, vielleicht kommst du aus einer Generation, in der man schon vor, aus einer Familie, in der man schon vor Generationen aufgehört hat, an Gott zu glauben. Wer weiß? Du hast doch keine Ahnung. Du weißt doch gar nicht, was dein Großvater und dein Urgroßvater und so weiter, was die geglaubt haben, wie die drauf waren. Vielleicht ist es da schon losgegangen mit diesem immer wieder. Vielleicht hat in deiner Familie wirklich nie jemand was auf die Reihe bekommen. Zieh dir das aus. Du gehörst nicht jetzt nicht mehr zu deiner alten Familie, sondern du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Und Jesus ist so ein Überwinder, sogar wenn man ihn tötet, wenn man ihm einen Speer ins Herz sticht. Wisst ihr, was er macht? Am nächsten Tag steht er auf vor den Toten und macht weiter. Und du, das ist jetzt Epheser Kapitel 2, ja, Vers 7, bist mit ihm auferweckt und sitzt mit ihm auf seinem Thron. Es ist also wichtig, dass du erkennst, hey, ich muss mich nicht mehr durchtreten und schlagen selber wehren. Alles, was ich muss, ist Gott vertrauen. Ich höre euer donnerndes Amen. Und nochmal, weil es so wunderbar ist, das ist so herrlich, ein Beispiel. Malachi Kapitel 3, Vers 14. Nichts bringt es, Gott zu dienen, sagt Israel, das auserwählte Volk, das Gott aus der babylonischen Gefangenschaft mit Macht und Kraft wieder zurückgebracht hat nach Israel.
Sie haben die Stadt wieder aufgebaut. Sie haben Geld geschenkt bekommen vom König, um einen Tempel zu bauen. Nehemia, Esra, wunderbare Männer Gottes, Propheten Gottes, Haggai und so weiter waren da. Das Wort Gottes war wieder in aller Munde. Es gab wieder Männer, die im Namen des Herrn gesprochen haben, und zwar wirklich. Das keine Labertaschen waren oder Möchtegerns, sondern die haben wirklich das Wort Gottes prophezeit und es ist passiert. Und trotzdem kommen die Leute mit ihrer Sklavenmentalität an und sagen, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und Gott sagt, hey, hallo, ich habe für euch beschlossen, das ist jetzt Vers 10, ja, ich habe für euch beschlossen, offene Fenster des Himmels. Ich will euch Segen ausgießen bis zum Übermaß. Ich will den Heuschreck und den Verderber und so weiter, die abfressenden Insekten, schelten und schimpfen, damit sie euch die Ernte nicht mehr verderben. Das ist der Wille Gottes gewesen. Und die laufen rum und sagen, nichts bringt es, Gott zu dienen. Völliger Quatsch, natürlich bringt es was, Gott zu dienen. Nur diese negative Haltung, dieses musst du dir ausziehen. Ansonsten kommen die Griechen und belagern dich. Und wenn die Griechen fertig sind mit dir, kommen die Römer und belagern dich und vernichten dich und triezen dich weiter. Du musst dich im Herzen zum Herrn wenden. Du dürfst nicht sagen, ja, ich kann Wert, ja. Ich habe schon mal Opfer gegeben, habe schon mal 5 Euro gegeben. Es hat 20 Jahre gedauert, bis ich eine Ernte bekommen habe von 20 Euro. So wird es nichts. Du musst sagen, nein, 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 nein. Nein, mein Herz, du meine Seele, du kapriziöses Ding. Zähl mal deinen Segen zusammen. Zähl mal ein bisschen auf, was denn am Tag gut gegangen ist. Zähl mal auf, was dir bewusst geworden ist. Erinnere dich mal an die Situationen, wo dir bewusst geworden ist, da hat jetzt Gott eingegriffen. Wenn du das magst, wenn du zur Depression neigst, dann lade ich dich ein, bitte ich dich, ermahne ich dich, befehle dir. Wenn du morgens aufwachst und wenn du abends ins Bett gehst, erinnere dich an 3 gute Dinge, die dir am Tag passiert sind. Wenn du natürlich auch einen Horrorroman liest, bevor du einschläfst, bist du echt selber schuld. Der Herr möchte ja, dass dein Schlaf dir süß ist. Da musst du ein bisschen mithelfen. Du musst an gute Dinge denken. Ja, das lief gut und jenes lief gut. Und die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die musst du einfach mal ausblenden an dem Abend. Ich schlage jetzt nicht vor, dass du blind durchs Leben gehst und deine Probleme ausblendest. Durch Ausblenden oder Ignorieren löst sich kein einziges Problem. Wir sprechen jetzt von einer Verhinderung des Abgleitens in Negativität, Unglauben und Depression. Das ist der Unterschied. Natürlich musst du deine Probleme ins Auge blicken und musst sagen, okay, Problem, was ist dein Problem? Warum haust du nicht einfach ab? Warum löst du dich nicht? Und dann gibt der Herr dir Ansätze und zeigt dir, was du ändern kannst. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ja, dann musst du halt dranbleiben, wenn es dir wichtig ist, dieses Problem zu lösen. Der Herr hat eine Lösung für jedes einzelne deiner Probleme. Okay, ja, wir müssen diese Glaubenshaltung einüben. Mit der werden die wenigsten von uns geboren. Manche sind einfach glückliche Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide die fast ein bisschen. Menschen mit so einem Hormon- und Glückslevel, versteht ihr, die einfach jeden Tag gut drauf sind, die machen die Augen auf und lächeln. Hey, Herr, das ist so ungerecht. Warum immer ich? Herr? Oh, oh, oh. Warum bin ich nicht so? Du musst halt so sein, wie du bist. Der Herr hat sich da schon was dabei gedacht. Auf jeden Fall möchte er, dass wir eine positive Glaubenshaltung einüben. Schaut mal, im Johannes-Evangelium Kapitel 11, wir sind jetzt im Neuen Testament, wir sind jetzt bei den Jüngern. Wir schauen jetzt schlecht, wir schauen besser und wir schauen gut an. 3 Schritte. Jesus wurde zu der Zeit in Johannes Kapitel 11 in Judäa bereits gesucht. Es ging aufs Ende zu. Jesus konnte nichts mehr richtig machen. Man hat damals Steckbriefe geschrieben, man wollte ihn fassen, die Tempelpolizei wollte ihn haben, die jüdischen Behörden wollten ihn schnappen. Und deswegen hat er sich nach Galiläa zurückgezogen. Aber jetzt hört er, dass Lazarus gestorben ist. Und dann sagt er, okay, jetzt lasst uns nach Judäa zurückgehen. Und die Jünger schauen Jesus an und sagen, nach Judäa, Herr? Kaum gehen wir über die Grenze, werden wir verhaftet. Die stecken uns in die grüne Minna und fahren uns in den Knast. Hä, willst du das wirklich? Wir müssen im Verborgenen gehen. Für so Guerillataktiken, überleg mal, ein Prediger, der Guerillataktiken anwenden muss. Die Straße überqueren im Schatten der Bäume, dass man ihn nicht sieht.
Mit seinen Jüngern düsen sie über die Straße. So musst du dir das vorstellen. Bis sie dann in Nacht und Nebel mit Kapuze über dem Gesicht in Bethanien bei Martha und Maria anklopfen. Code, versteht ihr? Klopf, 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 klopf. Oh, der Herr kommt. Also, wir überlesen solche Dinge manchmal. Es war nicht so leicht für Jesus zum Schluss. Es ging nicht gut aus für ihn. Er ist am Kreuz gelandet. Da ist er nicht geblieben, preis dem Herrn, weil er eben doch der Überwinder war. Aber vom Menschlichen her lief es nicht so gut. Und die Jünger, die waren halt mehr aufs Menschliche, versteht ihr, fixiert. Jesus sagt jetzt, Jünger, macht schon mal eure Masken bereit, wir gehen nach Judäa. Und jetzt Johannes Kapitel 11, Vers 16. Dieser großartige Glaubensheld namens Thomas macht jetzt den Mund auf. Und er sagt, lasst uns mit ihm gehen. Offensichtlich war da wirklich, waren sich die Jünger nicht klar, ob sie mit ihm gehen wollen. Lasst uns mit ihm gehen, also hopp, reißt euch zusammen. Lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Das ist kühn, das ist wunderbar, das spricht von Hingabe. Versteht ihr? Aber es spricht auch von Unglauben. Denn Jesus wird ja wohl kaum sehenden Auges hier nach Judäa gehen, um dann, versteht ihr, sich verhaften zu lassen. Jesus war ein Prophet, Propheten wissen Dinge im Voraus. Wichtige wenigstens. Super, oder? Schau, das ist genau die Haltung, die wir nicht brauchen. Ja, Jesus will, dass wir jetzt nach Judäa gehen. Lasst uns mit ihm gehen. Wir schließlich sind wir Christen. Wir sind getauft. Und Jesus ist Herr. Lasst uns mit ihm. Wir werden es nicht leicht haben. Wir werden bei Nacht und Nebel marschieren müssen. Wir werden immer in Angst sein müssen. Aber lasst uns Jesus nachfolgen nach Judäa. Hallo, wenn Jesus nach Judäa gehen will, dann ist es gut in Judäa. Dann ist es super. Wenn Jesus nach Judäa geht, dann ist Judäa prima, dann ist Judäa eine Ferieninsel. Und jetzt gehen sie nach Judäa und wisst ihr, was in Judäa passiert? Sie sterben nicht. Ich bin mir sicher, dass dieser Thomas total schockiert war, ich lebe ja noch. Als er vom Grab stand, versteht er, auf dem Friedhof, vom Grab des Lazarus. Ja, jetzt sind wir schon auf dem Friedhof. Herr, du nimmst wirklich dein Leben in die Hand. Und was macht Jesus? Er lässt das Lazarus-Grab öffnen, er befiehlt dem Lazarus aufzustehen von den Toten und er macht es auch noch. Wisst ihr, was passiert ist? Jesus hat über Bitten und Verstehen gehandelt. Es ist besser geworden als gedacht. Statt zu sterben in Judäa, erweckt Jesus einen von den Toten. Es ist exakt genau das Gegenteil von dem, was Thomas erwartet hat. Die Angsthaltung, die negative Erwartungshaltung, dieses oh, von Johannes, von Lazarus, Dingsbums, ihr wisst schon, wen ich meine. Von Thomas, natürlich, von Thomas. Die war total überflüssig. Die war so überflüssig wie ein Kropf am Bein. Kröpfe sind überall überflüssig. Oh Mann, ey. Schaut, wenn Thomas alleine und ohne das Wort Jesu, dass Jesus mitgegangen wäre, nach Judäa gegangen wäre, hätte man ihn vielleicht durchaus verhaftet. Du bist doch ein Jünger. Nein, oh, ich soll ja nicht lügen, ja, bin ich. Okay, dann geh gleich mal her. Dann nehmen sie ihn in den Schwitzkasten, versteht ihr, und quälen ihn. Das wäre schlecht. Aber Jesus ist mit dabei. Wenn Jesus mit dabei ist, hör mal, wenn Jesus mit dir auf dem Friedhof steht, dann ist das Leben persönlich auf dem Friedhof. Es war also schlecht, okay? Aber es ging über Bitten und Verstehen. Es wurde besser als gedacht. Der Herr hat mehr getan als erwartet. Okay, es gibt eine Situation, die besser ist. Eine innere Haltung, die definitiv besser ist. Petrus, der die ganze Nacht über versucht hat, Fische zu fangen. Wir sind ganz am Anfang in Lukas Kapitel 5. Jesus benutzt sein Boot als Kanzel. Ihr wisst es. Lukas Kapitel 5. Petrus hat die ganze Nacht gefischt, hat nichts gefangen. Jetzt kommt Jesus, wenn Petrus die Netze wäscht, er ist schon übernächtigt, versteht er, er will ins Bett, war die ganze Nacht wach und Jesus kommt und jetzt predigt er auch noch stundenlang, ganzen Vormittag. Und dann sagt Jesus, lasst uns rausfahren in die Tiefe und lasst uns dort nochmal die
Netze auswerfen. Petrus sagt jetzt nicht, nicht mit mir, Herr, sorry, aber ich bin jetzt wirklich müde, ich brauche meine Kraft, ich muss heute Nacht wieder auf die Arbeit, Herr, ciao, auf Wiederschauen. War nett, dich getroffen zu haben. Das macht Petrus nicht. Er sagt, Herr, ehrlich, Boot, Netz, Fische, der Geruch von Seetang, mir hängt es echt zum Hals raus. Ich will jetzt ins Bett, bin bettschwer, aber auf dein Wort hin. Herr, ich habe keine Lust, hier dein Wort zu tun, dir nachzufolgen in dieser Dinge, in dieser Sache, aber auf dein Wort hin, sag mal, auf dein Wort hin. Herr, ich fühle mich jetzt überhaupt nicht danach, aber auf dein Wort hin. Herr, ich fühle mich überhaupt nicht gesund, aber auf dein Wort hin. Herr, ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie reich oder versorgt. Ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, habe nichts zu verkaufen, aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin handle ich jetzt. Wenn du aufs Wort Gottes hin handelst, geht die Tür des Segens für dich auf. Dann wandelst du in Liebe, dann wandelst du in Gnade, dann wandelst du in Glauben, dann wandelst du in Kraft. Halleluja. Das ist der Schlüssel für dich. Auf dein Wort hin. Das ist definitiv besser, als zu sagen, wir rudern jetzt raus, lasst uns mit ihm ertrinken. Oder irgendwie sowas, wisst ihr? Auf dein Wort hin. Das ist besser. Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist, ich muss euch das nicht noch erzählen. Ihr habt Lukas Kapitel 5 schon mal gelesen. Die machen den Fischzug ihres Lebens. Die müssen noch andere Boote herzurufen, wo sie die ganze Nacht nichts gefangen haben. Jetzt ist Jesus im Boot. Jetzt rufen sie Johannes und Jakobus, die anderen Fischer auf dem Meer, also auf dem See, noch herzu und dann ziehen sie gemeinsam diese riesen Last von Fischen ans Land und sie sind platt. Petrus fällt nieder vor Jesus und sagt, Herr, geh von mir weg. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Schau, der hat Jesus plötzlich erkannt, wie er wirklich ist. Der hat auf Gottes Wort hin gehandelt und hat als Belohnung eine tiefere Offenbarung von Jesus bekommen. Das ist exakt genau das, was Paulus im Epheserbrief Kapitel 3 gepredigt hat. Wenn du Nächstenliebe wandelst, wenn du im Gehorsam wandelst, offenbart sich Gott dir, offenbart sich Jesus dir mehr und du siehst ihn deutlicher. Das gilt für Petrus, gilt für Thomas, preis dem Herrn, gilt für alle, es gilt für uns auch. In dem Moment, in dem wir aktiv werden und Dinge tun, von denen wir wissen, sie gefallen Gott, geht für uns das Licht an und wir erkennen Gott besser, wie er ist. Es gibt Menschen auf der Erde, die Gott kennen, die beten und er tut was. Und genau so eine Person bist du oder sollst du werden. Danke für das donnernde Amen. Okay, und jetzt gibt es noch was. War es absolut fantastisch. Wir haben jetzt schlecht gesehen, wir haben besser gesehen, jetzt sehen wir gut. Matthäus Kapitel 8. Da kommt ein römischer Hauptmann, der zu Jesus hintritt. Es ist kein Jude, es ist keiner, dem die Bundesverheißungen gelten. Sondern es ist einfach nur jemand, der an Jesus glaubt. Der tritt, ein römischer Hauptmann, ein Centurio, tritt, als Jesus vorbeigeht, auf dem Weg zu ihm und sagt, Meister, und Jesus bleibt stehen und spricht mit diesem Römer. Er sagt, ich habe da einen Diener, der ist schlimm geplagt. Und Jesus sagt sofort, ich will kommen und ihn heilen. Und der Mann sagt, nicht nötig, dass du kommst. Du musst nicht körperlich anwesend sein, um meinen Diener zu heilen. Der sagt, sprich nur ein Wort. Und Jesus dreht sich um zur Volksmenge und sagt, nie habe ich größeren Glauben gesehen. Schau, die meisten von uns, denen ging es ziemlich gut. Wenn Jesus ihnen erscheinen würde, wenn sie Zahnweh haben, die Hand ihnen auflegen würde, dann wären sie geheilt. Wenn sie Jesus sehen könnten, das wäre alles, was sie brauchen. Und jetzt kommt hier einer, der sagt, Herr, du brauchst überhaupt nicht kommen. Dein Wort ist genug. Hey, was hat der für eine Gottesoffenbarung gehabt? Dein Wort ist genug. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird geheilt. Und Jesus sagt, geh hin, dein Diener ist geheilt. Und der Mann geht zurück und er stellt fest, zu dem Zeitpunkt, als Jesus das sagt, ja, in Kapernaum zu diesem Mann, in der Stunde ist der Junge geheilt worden. Wir sehen an der Geschichte, dass Jesus nicht körperlich bei dir sein muss. Sein Wort langt. Es muss nur in deinem Herzen angekommen sein. Du musst nur aus seinem Mund gehört haben. Dein Diener ist geheilt. Versteht ihr? Das Wort muss in deinem Herzen ankommen. Du musst es hören. Das muss dir bewusst werden. Und deine Ohren werden geschärft dadurch, dass du in Liebe wandelst.
Merkt ihr das? Das geht alles Hand in Hand. Wenn du in Liebe wandelst, schärfen sich deine Ohren und Gott spricht mehr zu dir. Wenn du in Liebe wandelst, das ist das Gebot Gottes, dann offenbart er sich dir. Und dann kommst du in einen Segensstrudel hinein, der dich nach oben zieht und Dinge werden für dich möglich, von denen du heute nur träumst. Ich lebe heute in einer Welt, von der ich gestern nur geträumt habe, ganz ehrlich. Wenn ich mir denke, meine Bibelschultage in München, okay, mit wenig Glauben und was der Herr uns in der Zwischenzeit gegeben hat, was er für uns möglich gemacht hat, wie er sich für uns verwendet in vielerlei Hinsicht. Leute, ich bin platt. Gott ist gut und er will dich segnen, durch und durch. Ja, auch gut ist in Markus Kapitel 1, Vers 40, da kommt ein Aussätziger, ein Leprakranker, ein Zombie, eine lebendige Leiche, versteht ihr, dem sind schon Teile abgeschimmelt wahrscheinlich, ganz, ganz schlimme Krankheit. Zudem, der, so ein Mann kommt zu Jesus und steht von Ferne und sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Der wusste, der Charakter und die Natur Jesu ist, er heilt, er ist ein Heiler. So viele Menschen hat er geheilt, dieser Jesus. Wenn du willst, der wusste nicht, will Jesus mich heilen? Und Jesus sagt, ich will, sei geheilt. So dieses, ich will, sei geheilt, muss auch bei uns ankommen. Ich will, sei versorgt. Ich will, empfang Bestätigung. Ich will, empfang seelische Ausgeglichenheit. Dieses, wir müssen erkennen, dass das der Wille Gottes ist für uns. Das schaffen wir dadurch, dass wir in Liebe wandeln und die Verheißungen Gottes zur Kenntnis nehmen und hören. Okay, Glaube wird uns in manchen Bereichen leichter fallen als in anderen. Ich sage euch mal eines. Als dieser Aussätzige hinging und festgestellt hat, schon während er lief, ich bin geheilt, hat er in Zukunft mit Leichtigkeit für Heilung glauben können. Glaubst du das? Immer wenn ein Schnupfen ihn anfliegen wollte, hat er sich gedacht, hat er gelacht wahrscheinlich, hat gesagt, hau ab, Lepra musste aus mir raus, Schnupfen, du hast keine Chance. Und wisst ihr was, der Mann war geheilt. Es kann gut sein, dass er, weil er eben den Herrn noch nicht erlebt hat in Versorgung, dass er immer pleite war. Es kann sein. Es gibt Menschen, es gibt vollmächtige Prediger, die dauerpleite sind. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen. Ja, die ständig Briefe rausschicken. Hilf uns. Oder wenn du sie triffst auf einer Konferenz oder so. Oh, danke für deine Unterstützung. Oh. Wenn wir dich nicht helfen, versteht er, dann werden unsere Schulden noch größer. Und dann betest du mit ihnen und dann siehst du, wie der Herr eingreift und es ist wunderbar. Manchmal sind diese Dinge einfach herrlich, wenn man es so sieht. Okay, wir müssen unbedingt eine positive Glaubenshaltung des Glaubens einüben, ihr Lieben. Ganz, ganz wichtig. Und ich end heute Morgen mit ein paar einfachen Beispielen. Sag mal mit mir, Gott hat mehr. Das ist unser Botschaftstitel für heute Morgen. Gott hat mehr. Es sei denn, Gerhard, dir fällt noch ein besserer ein hinten am Mischpult. Ne? Letzte Woche war über Bitten und Verstehen oder über die Maßen, Entschuldigung. Und heute heißt es, Gott hat mehr. Kleine, kurze, knackige Titel. Ich habe die Geschichte gehört von einem Frosch, einer Kaulquappe, die im tiefen Dunkel eines Brunnens ihr Dasein begann. Und wie Kaulquappen so sind, ja, schwimmen hierhin, schwimmen dorthin, lassen sich Beine wachsen, verwandeln sich in Frösche. Und der Frosch saß in den Brunnen unten und hat gequakt, was Frösche halt so machen. Und nachts vor allem hat er gequakt. Aber eines Tages hat er ein bisschen zu lang gequakt und hat gesehen, dass da oben, weit oben, ein runder Kreis ist, der helles Licht. Versteht ihr, er ist ein Geschöpf der Dunkelheit, der Feuchtigkeit, glitschig. Und er sieht, Mensch, da oben ist Licht. Das ist ja mal interessant. Meine Welt verändert sich in diesem Licht hier unten. Er sieht plötzlich, wie Licht schimmert, versteht er, auf dem Wasser. Und er denkt sich, da muss ich doch mal nachschauen. Mit viel Mühe klettert er die glitschige Brunnenwand nach oben und sitzt auf dem Brunnenrand und blickt herum und sagt, was das wohl ist, diese grünen Dinger da, schauen aus wie Tang, das unten wächst da in seinem Brunnen. Es ist Gras, er hat bloß kein Wort dafür, versteht er? Da steht ein Haus, hat keine Ahnung, was ein Haus ist, hat er noch nie gesehen. Und dann sieht er da drüben wieder was glitzern im Sonnenlicht und er weiß, das ist Wasser, aus dem komme ich, das ist meine Welt. Und er plätschert, er hüpft rüber und er sitzt im Teich
Da wächst Schilf, hat er noch nie gesehen vorher. Und er fühlt sich so daheim, es ist spitzenmäßig gut. Und er sieht andere Frösche, die quaken, die auch aus dem Brunnen gekommen sind und die jetzt da sitzen im Teich. Eine neue Welt tut sich auf für ihn. Schau, und so ähnlich soll es bei uns auch sein. Und es ist nicht so, dass dann der Tümpel oder der Teich im Garten schon die Endstation ist. Der Frosch hüpft dann weiter und er kommt an einen Weiher. Der ist noch größer und er trifft noch mehr Frösche. Und die quaken dann um die Wette in der Nacht, dass es eine Freude ist. Und er sieht den Mond, hat er noch nie vorher gesehen. Ja. Und dann stellt er fest, da drüben ist noch mehr Glitzerzeugs. Und er läuft rüber und er sieht den Ozean. Und er sieht nur noch Wasser. Und er denkt sich, wow. Wir sind so begrenzt. Oft hocken wir in unserem Brunnen drinnen, plätschern auch vor uns hin und es ist nicht das, was der Herr für uns hat. Auch der Weiher im Garten ist noch nicht genug. Gott hat mehr für uns. Ein anderes, vielleicht ein bisschen weniger märchenhaftes Beispiel. Es gab bis in die 50er Jahre hinein keinen Sportler, der eine Meile, 1,65 Kilometer, unter 4 Minuten laufen konnte. Das war einfach die magische Grenze, in Anführungszeichen. Ja, konnte keiner knacken. Niemand. Alle sind gescheitert. Dann kam ein Medizinstudent aus England, Roger Bannister. Und der hat alle seine Kräfte zusammengenommen. Der hat seine mentalen, seine körperlichen Kräfte gebündelt in einer riesen, gigantischen, titanischen Anstrengung. Und er rannte, was seine Beine, es waren jetzt keine Froschbeine offensichtlich, hergegeben haben, ist gelaufen, was das Zeug hielt. Und er durchbrach die Schallmauer, der Läufer. Er ist in weniger als einer Minute eine Meile in 4 Minuten ist zu wenig, oder? Ist egal. Nee, das war 4 Minuten Meile. Doch, in 4 Minuten musste er eine Meile schaffen. Er hat es geschafft, in weniger als 4 Minuten eine Meile zu rennen. Aber hinterher war er so erschöpft und so. Er ist in Ohnmacht gefallen und die Mediziner mussten kommen, mussten den Wind zufächeln und er ging in die Geschichtsbücher ein. Er hat es geschafft. Er hat die Mauer durchbrochen. In den nächsten 10 Jahren hat er geschafft, was die Jahrtausende vorher keiner geschafft hat. In den nächsten 10 Jahren haben 336 weitere Sportler eine Meile gelaufen unter 4 Minuten. Hör mal, heute, 50, 60 Jahre später, laufen 14-jährige Mädchen schneller. Der längste sind neue Rekorde aufgestellt. 14-jährige Superschnellläuferinnen schaffen es, eine Meile in unter 4 Minuten zu schaffen. Hallo, wie gibt es, dass 14-Jährige heute schaffen, was früher ein durchtrainierter Supersportler mit Mühe und Not geschafft hat, der dann zusammenbrach, versteht ihr? Nachdem er diese titanische Anstrengung gemacht hat. Warum ist es heute nicht mehr so anstrengend? Ich sage euch warum. Die Grenze, der Block war im Kopf dieser Sportler. Nicht die Biologie war die Grenze, der Kopf war die Grenze. Die Erwartungshaltung. Diese Mädchen gehen heute hin an die Stadtlinie und sagen, hey, pack ich, schaffe ich. Überhaupt kein Problem, andere haben es vor mir geschafft. In der anderen Schule drüben hat es jemand geschafft oder in der anderen Universität, Sportgruppe. Schaffe ich auch und dann düsen die los und packen es. Weltrekorde werden immer besser, wisst ihr? Da purzeln die Barrikaden in den Köpfen. Wenn bestimmte Barrikaden in deinem Kopf purzeln können, dann packst auch du. Dann läufst auch du deine Meile unter 4 Minuten, was immer dein großes Problem ist, das unüberwindbar aussieht, wo du titanische Anstrengungen scheinbar brauchst. Ich ende heute Morgen mit Epheser Kapitel 3, ja, Vers 20. Gott vermag über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott will, dass deine Zukunft besser aussieht, als du sie dir erträumen kannst, dass sie besser wird, als du dir erdenken kannst, dass es besser kommt, als erwartet. Dass du deine Ängste abhaken kannst. Wisst ihr, alle unsere Ängste beziehen sich irgendwie auf die Zukunft, auf das, was kommen wird, auf das, was uns passieren könnte. Wenn wir ein solches Glaubenspolster um uns herum haben können, eine Mauer aus Glauben und aus Segen Gottes um uns haben können, dann haben wir keine Angst mehr vor der Zukunft. Dann sind wir bereit, Risiken einzugehen, Glaubensrisiken, weil wir wissen, der Herr fängt uns und ist mit uns. Dann können wir Land Gottes einnehmen, preis dem Herrn. Und müssen nicht 40 Jahre lang um unseren Problemberg herumlaufen. Als Israel bereit war, kam Gott und hat gesagt, ihr seid lang genug um diesen Berg herumgelaufen. Versteht ihr? 40 Jahre um den Sinai, wieder und wieder. Es wurde alt.
Jetzt ist es Zeit. Dann haben sie Kanaan eingenommen. Und die Rahab in Jericho, in der stärksten Stadt Kanaans, sagt, als die Spione zu ihr kommen, wir zittern seit 40 Jahren vor euch. Wir haben gehört, was Gott für euch getan hat in Ägypten. In uns war keine Kraft mehr vor euch. Wir warten seit 40 Jahren, dass ihr uns endlich besiegt und einnimmt. Wo seid ihr nur geblieben? Deine Probleme sind schwächer, als du denkst. Dein Glaube ist stärker, als du denkst. Dein Gott ist stärker, als du denkst. Okay. Amen. Oh, Halleluja.